Heute machen wir gekochte Tapioca. Ganz einfach und lecker. Zuerst teilen wir die Tapioca und entfernen die Schale. Dies geht am besten, indem ihr sie wegdrückt. Schneiden ist wirklich sehr schwierig. Dann erhitzen wir Wasser, geben Salz hinzu und die Tapioca-Stücke, die wir zuvor geschnitten haben, lassen dies aufkochen. Und nach ein paar Minuten sind unsere Tapioca fertig. Sie haben dann eine Konsistenz ähnlich wie Kartoffeln. Nun erhitzt Kokosnussöl. Dazu kommen Senfkörner, Zwiebeln, Curryblätter und getrocknete Chili. Lasst dies goldbraun werden und gebt es über die Tapioca-Stücke. Danach einmal gut mischen. Nun ist das leckere Tapioca-Gericht fertig. Probiert es aus. Einfach und ganz, ganz lecker.